Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie und euch an einem ganz besonderen Ort mit einem ganz besonderen Gegenstand hier in unserer Philipp-Nikolai-Kirche. Ich stehe nämlich hier am alten Taufstein der alten Erlöserkirche, der in den 50er Jahren gestaltet worden ist von Herbert Schuffenhauer, dem damaligen Bautenkirchmeister und Künstler. Und auf seinem Weg in die neue Erlöserkirche hat er jetzt hier einen neuen Platz gefunden in unserer Philipp-Nikolai-Kirche und er dient uns jetzt als Fürbittenleuchter. Ich freue mich, dass wir uns sehen und hoffe sehr darauf, dass es bald so weit sein wird, dass wir uns alle wieder hier versammeln können. Denn das Licht, das wir heute hier sehen und die vielen Lichter heute am Muttertag, mit diesem Licht möchte ich für mein eigenes Leben danken und für unser aller Leben. Ganz besonders möchte ich denen danken, die uns das Leben gegeben haben, unseren Müttern, auch unseren Vätern, denen, die uns großgezogen haben, die uns gelehrt haben, so viele Dinge Wichtiges, aber auch den Menschen, die uns geprägt haben, denen wir viel zu verdanken haben, die uns zum allerersten Mal von ihrem Glauben erzählt haben und uns dadurch inspiriert haben. Für all sie, für all diese Menschen steht diese Kerze. Und ihnen möchte ich ganz besonders danken, denn wo wären wir ohne euch ältere, weise Menschen? Wo stünden wir ohne eure Lebenserfahrung, ohne eure Lebensleistung, ohne das, was ihr uns gegeben habt? Und für euch alle steht diese Rose. Denn ihr seid systemrelevant. Wir brauchen euch. Und auch wenn wir euch schon so lange nicht mehr sehen konnten in der Kirche, wenn wir euch nicht besuchen durften, so wollen wir euch doch sagen, wir brauchen euch. Ihr seid wichtig für unser Leben, für unsere Gemeinde. Einmal, diese Rose lege ich jetzt hier zu euren Ehren hin. Jesus hat einmal gesagt, ihr seid das Licht der Welt. In der Bergpredigt. Und damit hat er nicht nur die Menschen gemeint, die berufstätig sind, die unser Leben schützen und bewahren, die immer aktiv sind, sondern er hat damit auch alle Menschen gemeint, die uns etwas geben, auch mit ihrer Ruhe, ihrer Gelassenheit und ihrer Lebenserfahrung. Und all die vielen Kerzen, die heute hier stehen, die sind auch entzündet für all die Menschen, die unser Leben schön machen. Die uns eben nicht nur schützen und bewahren in dieser Krise, sondern die mit Musik, mit Kultur, mit Literatur, mit Füreinander-Dasein, die unser Leben bereichern und unser Leben bunt machen. Genauso wie auch dieser Taufstein, nämlich aus wunderbaren Mosaiksteinen gestaltet ist. Ursula Schuffenhauer, die Tochter von Herbert Schuffenhauer, hat uns bei der Entwidmung der Erlöserkirche erzählt, wie das war, als sie die kleinen Mosaiksteinchen, die man hier vorne rund um den Taufstein sehen kann, wie sie ihrem Vater geholfen hat, diese Mosaiksteinchen einzusetzen. So bunt wie unsere Gemeinde, so bunt wie unser Leben, so bunt wie unsere Nachbarschaft. Ihr alle gehört dazu. Und euch sage ich zu, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt, darum leuchtet. Und wir freuen uns so sehr darauf, wenn ihr wiederkommt, wenn wir uns wieder sehen können in der Kirche, in der Gemeinde, auf dem Markt, in den Geschäften, wenn wir uns einfach alle wiedersehen. Und denkt daran, bis es soweit ist, ihr seid das Licht der Welt und in der Zwischenzeit leuchtet. Wir freuen uns darauf, wie es sein wird, wenn ihr wieder da seid und wir zusammen weiter leuchten können. Amen.
Musik.